Hallo, ihr schöne Menschen, ich bin am Weg zum Piercer. Ja! Ich freue mich unglaublich, denn ich bekomme heute zwei Piercings, die ich mir wünsche, seit ich 14 bin. Und ich bin 24, also ich glaube, 10 Jahre ein Piercing wollen ist eine gute Zeit, um es sich stechen zu lassen. Ah, yes! So, ich bin hier. Jo, rein geht's, ab die Post. So, mittlerweile ist die Valentina auch bei uns im Studio angekommen und liebt unseren Vorhang. So, Valentina, füllt mal aus unsere Einwilligungserklärung fürs Piercing. Ich liebe diesen Vorhang. So, und zwar geht's da jetzt nach oben. Und jetzt wird's richtig fancy. Oh. Und da, da ist schon mein Rucksack. Tada! Wow! Es sieht so schön aus hier. Ich weiß jetzt, wie die Piercings heißen, weil das wusste ich nicht. Und zwar will ich hier oben zwei untereinander und die heißen Conch Piercings. Also, I like something. Und langsam werde ich richtig nervös. Wollen wir denn jetzt, also am Anfang kommt ja was rein, ja, was jetzt kein Ring ist, sondern ich weiß, alles Labrett. Dann können wir entweder, ich zeig dir mal so ein Ohr, so eine Glitzerkugel nehmen. Nein. Oder wir haben mal einfach eine schlichte Male. Okay. Ich mag Silber ganz normal, schlicht und easy. Wie heißt das? Das ist ein Labrett, das ist das Hinterteil. Okay. Und das ist die, das Kugel. Ist die Kugel, genau. Okay. Und wir haben jetzt 3 mm genommen, gell? 3 mm und ein Labrett in 1,2 mit 8er Länge. Okidoki. Es wird gerade mein Ohr desinfiziert. Ja, die Valentina hat nur eine schmutzige Ohren gehabt. Ich hätte vielleicht doch mehr duschen sollen davor. Mhm. Wir haben jetzt quasi simuliert, das ist so, genau, damit ich mir vorstellen kann, wie es aussieht. Es ist mega lieb, dass du das gemacht hast. Abstand ist jetzt eine Geschmacksfrage. Also ich sag mal so, der Abstand ist nicht zu viel. Cool. Das ist echt eine Geschmacksfrage. Ich finde es eigentlich genau. Ich mag es teilweise auch, wenn es ein Tick enger, aber dann lassen wir es so. Also das ist, da gibt es kein falsch oder richtig. Ja. Ich bin mega zufrieden. Ich will es so ziemlich genauso. Also so habe ich es mir vom Abstand noch vorgestellt. Wir stechen das Ganze, ja? Mhm. Und dann nehme ich jetzt meine Nadel, stecke das durch, es geht eine Sekunde, es ist ein ganz leichtes Fixen, es tut nicht mehr weh, als wenn du eine Impfung kriegst. Okay, okay. Das kriege ich hin. Du darfst gerne schreien. Yes! Was immer du möchtest, ja, um dein Gefühl auszudrücken, ich werde schimpfen, vermutlich. Alles in Ordnung. Wir machen erst ein Piercing, machen den Schmuck rein, machen es zu, fertig. Wenn das fertig ist, machen wir das nächste. Okay. Ja? Gut. Und danach tun wir im Kleinen das ganze Blut von den Wänden spritzen und fertig. Nein. Was? Blut? Ich hab's jetzt nicht damit verstanden, ja. Nur Blut spritzen, oder? Dann hast du keine Haare im Weg. Umso besser. Das sind echt die Locken, oder? Ja. That's all mine. Schön. Bitte sag mir aber nicht, wenn du zustechst. Nee, mach ich nie. Also nicht 3, 2, 1. Entspann dich. Mach ich nie. Das ist bei mir immer so eine Spezialität, dass ich das nicht mache. Das war's. Ah, das war wirklich nicht so tragisch. Na siehst. Es drückt jetzt nur ein bisschen. War nicht so schlimm, oder? Nein. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt, muss ich ehrlich zugeben. Oh Gott, ich freue mich so. So, da kommt tatsächlich ein Tropfen Blut bei dir raus. Ich bin speziell. So. Oh, ich habe ein Piercing. I made it. Oh, tada, seht ihr's? Ja, richtig geil. Ja, dieses war der erste Streich und der nächste folgt zugleich. Ah, okay, das hat ein bisschen mehr wehgetan. Das ist immer so. Echt? Ja, weil das zweite, wenn ich den dritten noch steche, tut es noch am meisten weh. Na gut, dass ich bei zwei aufhöre. Weil einfach, weißt du, an einem Tag, der Körper, beim ersten warst du noch so, okay, der zählt, da hast du noch so diesen Überraschungseffekt. Beim zweiten warst du schon viel gezielter auf den Schmerz. Voll, da ist die Psyche schon ein bisschen. Wenn man dann quasi jetzt noch ein drittes oder ein viertes Mal, dann wird einfach, da wird man noch. Machen wir den Löser. Normal schreibe ich meine Kugel mit der anderen Hand zu. Ja. Bin zum Glück Beidhänder, nur da deine Kamera auch noch da ist. Ja, und Entschuldige, ich mache es dir gerade nicht leicht. Gell? Ja, genau. Das ist YouTuber. Geil! Geil! I love it! Erster Schritt ist, du tust natürlich mal die Hände waschen und desinfizieren. Ja. Das ist mal Grundvoraussetzung. Dann nimmst du bitte Rondolin Spray und Gel. Das sind die zwei Sachen. Ja. Von dem Spray, sprüh dir bitte, ich zeig dir mal das als Mengending, aber sprüh dir bitte einfach so 2-3 Sprühe auf dein Ohr drauf. Mhm. Dass der Sprüh mal einfach so 2-3 Mal hin.
Ja? Okay. Es darf auch ein bisschen runtertropfen. Okay. Wenn du es eingesprüht hast, nimmst du dir eine Küchenrolle, die tust du ein bisschen zusammenfalten. Dann kann man es einfach so ein bisschen putzen drumherum. Okay. Kann man es nach hinten schieben, auch hinten ein bisschen putzen. Dass man einfach den Stecker dran lässt. Und da kann man eine Küchenrolle nehmen, weil die ist eigentlich mit am besten zum sowas zu reinigen. Den zweiten Schritt nehmen wir das Gel. Hat so eine Rasierspitze dran. Ich würde dir trotzdem empfehlen, dass du die einfach auf den Finger tust, auf einen kleinen, einfach so einen Tropfen. Dann nehmen wir die Stecknadelkopf groß. Das reicht wirklich schon als Menge aus. Von diesen Tropfen tust du dir einfach dann vorne und hinten einfach auftupfen. Das heißt, das tupfst du dir einfach so ein bisschen vorne, hinten und hinten auf. Das legt sich dann in den Stichkanal rum und dann kann man den Stab einmal vor und zurückschieben. Einmal zurückschieben und dann kommt das Gel auch in den Stichkanal rein. Okay. Das ist eigentlich die ganze Pflege, die man machen soll. Wir machen das die nächsten 3 Wochen zweimal am Tag. Zweimal am Tag. Und dann noch 3 Wochen einmal am Tag. Das heißt 6 Wochen am Stück. Okay. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier im Studio. Yes. Und dann wechseln wir das Ganze aus auf einen entweder kürzeren Stecker, wenn noch der Lümmel nicht geeignet sein sollte, oder wenn alles schon gut verheilt ist, auf den Ring. Das werde ich dir erst verraten, wenn ich sehe in 6 Wochen. Ja. Die nächsten 3 Wochen bitte Sauna, Dampf, Bazularium und Schwimmen gehen lassen. Okay. Ja? Haare waschen und duschen darf man am Morgen früh wieder. Passt, sehr gut. Und die Haare färben 6 Wochen nicht. 6 Wochen. Auch nicht Ansatz färben, auch nicht irgendwie, auch nicht tönen, nix. Ja, bitte aufpassen. Das 6 Wochen nicht. Ja. Passt. Und mit den Locken, Lockenpracht ist schöner, wenn du die Haare offen hast, wuseln die sie natürlich da drum rum. Yep. Und dann bleibst du bei Bewegungen unwillkürlich hängen und hast Zug drauf. Deswegen, wenn du die ein bisschen bändigst, so ein Ananas oder sowas, ist das immer ganz gut. Okay, passt. Ananaskopf wird es die nächsten 6 Wochen öfter geben. Wie würdest du mir empfehlen zu schlafen? Gar nicht, im Stehen wie im Film. Denk dir da gar nicht drüber nach. Es ist so, die Leute sagen oft, sie schlafen extra auf der einen Seite nicht und am nächsten Tag kommen sie mit dem Piercing ins Studio und sagen, boah, das ist voll entzündet oder halt rot und Ding. Was ist passiert? Ich habe nicht drauf geschlafen. Sag ich, natürlich hast du drauf geschlafen. Das sieht man ja gerade. Du drehst dich nachts eh drauf. Ja. Du kannst versuchen, mit eisernen Wellen am Rücken zu schlafen oder auf der rechten Seite, aber wenn du dich drauf legst, legst du dich drauf. Okay. Ich bekomme nämlich jetzt noch quasi Piercings in meine anderen Ohrlöcher hinein, weil ich da immer Probleme habe, dass es mich hinten sticht und ich bis jetzt noch keine gefunden habe, die sich nicht entzündet haben und deshalb sind meine Ohrlöcher immer leer, für die, denen es aufgefallen ist. Ich habe ein Ohrservice. Ja, ja. Statt waschen, legen, föhnen. Aber da habe ich so einen kleinen Dehnstift, da tut man sich leicht, dann tut man den Leuten nicht irgendwie weh. So, das war's schon. Ups. Und deswegen machen wir das so, mit so einem Werkzeug, weil natürlich der im Endeffekt nicht weh und das Ganze geht einfach schmeidiger. Und das zweite wird vielleicht sogar besser gehen. Das gefällt dir. Soll ich mal sagen, nein? Das gefällt dir, das sieht lustig aus. Ich bin einfach so leicht zu unterhalten. Steckt mir einen Stab ins Ohr. Sehr leicht. Das ist... You like it? Oh, es sieht toll aus. Oh, wie cool. Jetzt kommt noch das zweite Ohr. Und dann ist das Ohrservice abgeschlossen. Ja. So, wir sind jetzt quasi fertig. Ich habe 2 Piercings im Ohr. Und Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe nach 10 Jahren. Habe ich meine Piercings. Und kommentiert mal, ob ihr auch Interesse habt an einem Piercing und wenn ja, an welchem. Na gut, tschüss, baba und bis zum nächsten Video. Ciao.